bin der Gefangene dieser Höhle. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Wie soll ich das denn hier noch überleben? Ich will ja raus, und zwar jetzt sofort, denn ich halt's nicht mehr aus. Ram, zam, zam. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Minecraft Pocket Edition hier auf meinem Haupt-Let's-Play-Map. Und genau, ich war auf Diamantsuche, keinen Diamanten gefunden, jetzt bin ich auf die Suche nach draußen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo. Wo soll ich hier raus? So, ich habe da, habe ich da hinten gegraben? Ja, ne? Ich hab da geradeaus hingegraben. Ich will hier wieder raus. Das ist das Ziel der heutigen Folge. Aber dieses scheiß Kies da, das zerstört mir das alles. Und das Ding ist, wir wissen alle, wie es ist, sich nach oben zu graben. Das ist keine gute Idee. So. Dann suche ich halt noch weiter. So, hier kommen wir auch hoch. Da war die Unterwasserwelt. Genau. Puh, wie viel habe ich denn, um mich hochzugraben? Ja, es geht. Ja gut, ich habe hier noch 26 Steine. Eventuell, weil ich denke mal, tiefer als 6, 7, 8, 9, 39, tiefer als 39 Blöcke bin ich doch bestimmt nicht, oder? Ich kann ja hier nochmal ein bisschen, damit ich noch ein bisschen höher bin. So. Ach, hier geht's hoch. Hier ist auch eine Menge Eisen, was ich auf jeden Fall mitnehme. Ohne Eisen geht nämlich nichts. Also schon, aber ja, ihr wisst schon. Eisen kann man immer gut gebrauchen. Jo Mai. So. Gut. Von hier werden wir uns mal nach oben graben. Ja, das Eisen lassen wir jetzt erstmal. Ist das... Das ist Kiesfette. Puff! Das war knapp, mein Freund. So, ich mache hier einfach die letzte Fackel. Was soll der Scheiß? Und dann werde ich mich mal eben kurz nach oben graben. Auch wenn das mein Todesurteil sogar sein könnte. Ach, scheiße, die Fackel. Aber das Risiko gehe ich ein. Irgendwie ein Gang oder so. Die nehmen wir mal wieder mit. Okay. Bin ich hier sogar schon mal gewesen? Nein, ne? Ich habe echt Sorgen, dass es mein Todesurteil hier wird. Oh, ich sag's doch. Huff. Heiliger. Alles klar. Dieses Kies ist die Hölle. Ich bin mal gespannt, ob da noch mehr Kies auf uns wartet. So, ich werde hier immer... Nee, nicht so. Ich möchte immer so einen Fluchtweg offen halten. Falls ich wieder... Boah, nee, ich sehe nichts. Ich muss mir kurz Fackeln machen. Ich kann mir... Warum kann ich mir keine Fackeln machen? Ich habe doch Kohle. Ach, Laber. Ich sehe anders als im Server. Scheiße. Kacke. Meine lieben Damen und Herren, ich sehe sehr viel. Genauso viel wie ihr. Ist ja ganz toll.
Grabe ich gerade nach oben, nach unten? Ich glaube nach oben, ne? Es müsste nach oben sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Okay. Digga, ich sehe nichts mehr. Das ist doch die Hölle hier in der Höhle, Mann. Okay. Nein. Oh, huf, wir haben noch eine. Ich hoffe, wir finden hier raus. Ups. Ich gehe nie wieder auf Diamantenjagd. Ja, ich weiß, es ist gerade sehr spannend, weil ihr seht nämlich auch sehr viel, ich weiß. Ja, nach 50 Jahren doch noch geschafft. Huff, ich habe nämlich gerade privat noch ein bisschen rumprobiert und hab's dann doch noch geschafft. Heiliger, war das ein Kampf, das könnt ihr mir glauben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind wir hier überhaupt? Ne, ist das Problem. Ja gut, wir haben unseren Kompass da unten. Heiliger Mann, ich dachte schon, ich wäre jetzt komplett am Arsch. Haben wir es auch noch geschafft. Alter, wenn ich so weit weggehe, boah. Und meine Axt, meine Pickaxe hier, die hat gerade noch mitgemacht. Ich muss da hinten irgendwo hin. Oh, ist das schön, wieder die Oberfläche zu sehen. Ich war hier schon fast am Verzweifeln, Digga. Ja, das hat aber auch gerade lang gedauert. Ich habe gerade gegraben, gegraben. Ich glaube, circa 15 Minuten hat es noch gedauert. Deswegen, ich habe die Aufnahme erstmal abgebrochen. Ich habe dann nochmal so ein bisschen ausprobiert. Ja, dann dachte ich nehme jetzt auf. Jo, und gerade als ich die Aufnahme begann, schon habe ich wieder rausgefunden. Ah, zum Glück. So, ich gehe nicht mehr in Höhlen rein. Das hat sich für mich erledigt. Punkt aus Basta. Scheiß auf Diamanten. Ich mache lieber meine Berghütte weiter. Ah, das ist mein Häuschen. Ich habe gerade alles Mögliche an Spielereien gemacht. Ich habe hier zum Beispiel versucht, Blöcke zu platzieren. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Denn hier, ich wollte mir eine Torch machen, damit ich wenigstens eine Fackel habe. Konnte nicht platziert werden. Hey, warum kann das nicht platziert werden? Vorhin stand das die ganze Zeit. Konnte platziert werden. Jetzt nicht mehr. Hey, Junge, ich verstehe gar nichts mehr. Deswegen steht da nämlich auch Block platziert. Aber jetzt geht das irgendwie komischerweise nicht mehr. Dabei ist der Befehl unverändert. Und dann habe ich versucht, Wood zu machen. Aber dann wird mir halt nur irgendwie Wooden Door, Wooden Button und angezeigt. Mal gucken, ob man hier überhaupt irgendwie was, weiß ich nicht. Double. Wooden Slab. Ach, keine Ahnung. Ach, Slab habe ich jetzt, glaube ich, auch mit P geschrieben, statt mit B, ich Idiot. Egal. Puh, ich bin wieder oben. Zum Glück. So. Ich glaube, die Folge wird sonst zu kurz. Ich werde nochmal eben kurz ein bisschen Holz sammeln gehen. Und dann werde ich das Blachrohr oben vielleicht eventuell noch ein bisschen anfangen. So, eine Tür auf. Habe ich denn vielleicht noch irgendwie. Ja, hier habe ich noch 24 von diesen Scheißdingern. So. Eine Axt habe ich, glaube ich, komplett gar nicht mehr. Die muss ich, glaube ich, nochmal neu craften. Ne, hier haben wir noch eine Axt. Super. Und hier haben wir auch noch zwei Slabs. Die werde ich nämlich benutzen. Slab?
Warum sage ich jetzt Slab? Ich meinte natürlich Treppen. Und die habe ich mitgenommen. Gut. Dann hacken wir uns jetzt mal eben Holz und dann, ja. Würde ich sagen, machen wir eventuell das Dach da oben fertig. Und dann will ich irgendwann natürlich auch mit unserer Treppe anfangen, mit unserer Riesentreppe nach unten. Boah, der Baum ist cool, den lasse ich. Birke will ich nicht, weil das ist nämlich helles Holz. Ich will aber dunkles haben. So, ich werde ja irgendwann wieder ein paar Bäume pflanzen gehen. Also, sei mal nicht so sparsam. Also bevor ich das nächste Mal in Höhlen reingehe, dann sollte ich echt mal Fackeln im Aufguss haben. Also Fackeln ohne Ende. Das wird, glaube ich, das nächste Mal eine gute Idee darstellen. Ups. So. Übrigens, ich habe ja, mir haben ja ein paar in den Kommentaren geschrieben, ich glaube, zwei Leute wollten, dass ich mal auf den und den Server spiele. Habe ich versucht, aber geht irgendwie gar nicht. Entweder ist Server immer noch irgendwie veraltet oder ja, die Server existieren nicht mehr. Und ich glaube, Panda TV war das. Der hatte sich ja gewünscht, dass ich mal Sister Location spiele. Ich habe das Spiel, habe das auch gespielt, aber irgendwie, ja, ist das doch voll, weiß ich nicht. Ich hatte sogar Aufnahmen davon gemacht, aber irgendwie ist da nichts passiert. Ich habe keinen Jumpscare, gar nichts bekommen. Also entweder ist die App für den Arsch und wird halt irgendwann noch geupdatet oder keine Ahnung was. Ich kann mir das ja nochmal anschauen nächstes Mal. Aber bis jetzt so, ja. Was ist eigentlich mit dem Baum hier, Alter? Nur damit wir das schon mal aufgeklärt haben. Der Apfel da oben, wie lange hängt ein Apfel da oben schon dran? Und Setzlinge. Ja, da drin ist noch Holz, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Das nervt, ne? Ich mache die Vibration, die stelle ich immer wieder von vorne aus. Und dann ist er wieder an. Wie oft soll ich denn diese Vibration noch ausschalten? So, okay, da hinten ist das Holz. Boah, wir sind weit gelaufen wieder. Weil da hinten sieht man so ein bisschen unser Haus und da der Berg. Das sieht voll krass aus, so von Weitem. So, das, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Sammeln wir gleich auf. Ja, ich wollte mal wieder ein bisschen hier mein Haupt-Let's Play Map. Die habe ich die letzte Zeit zu sehr vernachlässigt. Besonders bei der Zeit, wo ich so viel auf dem DokiCraft-Server am Zocken war. Wo ich ja auch, ja, jedes Wochenende bin ich ja drauf. Letztes Wochenende hat es ja nicht so ganz geklappt. Weil der Server ja kurzzeitig veraltet war, aber es liegt daran, wegen dem Update von Minecraft, dann dauert das immer ein bisschen. Bis die Server wieder laufen. So. Wie viel Holz haben wir jetzt? Aber wir haben nicht mal ein 64er-Stick. Nee, nee, nee. Selbst wenn wir ein 64er-Stick haben, ich glaube, pro Holz kriegen wir 4 Stück Biopol. Dann haben wir zwar ein paar 64er-Stack Wooden Planks, aber bringt mir dann ja auch nicht viel. Ich muss nochmal warte mal. Ich muss mal kurz nochmal beim Befehl, was. Das ist nur jetzt interessanter. Ihr wisst schon. Nein, was machst du denn? So, und. Nee. Ich habe gedacht, vielleicht hätte man Wooden Planks eingeben müssen. Na gut. Ja gut, dieses Befehl ist jetzt so, interessiert mich so oder so nicht für diese Map, aber es wäre gerade hilfreich gewesen, wenn ich irgendwie Holz oder sonst was. Aber ich habe es ja doch noch geschafft, ein Glück. Scheiß Höhlen, Alter. Nie wieder gehe ich diese Höhlen rein. Ja. Was ist da? Okay.
Wie viel kriege ich denn jetzt da an Holz? So. 4 64er Sticks. Okay, das ist natürlich nicht übel. Ganz im Gegenteil, das ist gut. Hier mache ich gleich auch so eine Mini-Brücke mal hin. Später. Achso, hier wollte ich hier hin. Sorry. So. Genau, weil ich die nämlich auch gerne hätte. So, ich habe jetzt erstmal 64er Stack, jetzt will ich erstmal reichen davon. Und, ja komm, wir haben noch viel. Ja gut. Nee, nee, hat sich schon erledigt. Alles gut, alles gut. Dann wollen wir mal hier nach oben. Ich werde, glaube ich, von dem Berg später aber auch noch ein bisschen was abtragen müssen. Ein bisschen Erde entfernen. Damit wir da irgendwie so eine gerade Fläche haben. Und dann baue ich halt hier die Treppe so nach unten. Eine größere natürlich, eine Riesentreppe. Was ich aber wahrscheinlich aber nicht aus Treppenstufen machen werde, sondern aus normalem Holz. Aber da gucke ich nochmal. Oder ich mache erst normalem Holz und dann hinterher nochmal mit Treppendings. Also das wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine große Baustelle. Und ich werde das auf jeden Fall auch erst fertig machen, bevor ich irgendwas Neues hier mache. Denn sonst endet das irgendwann im Chaos. So. Ich habe übrigens gerade die Spielsounds aus. Ich werde einfach mal, ja, ich werde einfach mal Musik hintersetzen, indem ich, ja, ihr wisst schon, kann ich eigentlich? Ja, Mann. Chillig. Ups, was mache ich denn? Achso, das haben wir ja schon dran. Ah, cool, dann brauchen wir ja nur nach oben irgendwie kommen. Dann dieses blöde Dach machen. So. Ach ja, und für den Garten. Dafür hätte ich dann doch eigentlich weißes Holz mitnehmen können. Aber scheiß ein drauf. Das machen wir später. Hat ja nicht die Eile, hat ja alles nicht die Eile. So. Und falls ich übrigens meine Stimme gerade kurz komisch anhört, ich habe mich gerade hingelegt in der Zeit, wo ich mich aus dem Scheißberg da weggegraben habe. Deswegen kann es sein, dass ich mich jetzt ein bisschen weiter weg anhöre oder ein bisschen am Hallen bin oder so. Dafür entschuldige ich mich schon mal, nur ich muss mich jetzt erstmal hinlegen, ich habe voll Rücken vom Sitzen und versuche mich da von der scheiß Höhle zu befreien. Ach ja. Wo habe ich denn. Habe ich den hier? Da. Ich mache mir erstmal ein paar Stickies. Und daraus mache ich mir dann hier. Leider. Leider. Die kann man immer gut gebrauchen. So. Und dann können wir nämlich das Dach schon mal fertig machen. Und das ist das Häuschen, das Haus eigentlich so an sich soweit fertig. So. Gut. Dann fangen wir mal an, damit ich hier irgendwie was Produktives auch gemacht habe in dieser Folge. Ich sollte mir mal diese Minecraft-Musik mal runterladen, ey. So. Ja, ist auf jeden Fall symmetrisch. Damit bin ich zufrieden. Ohne Symmetrie läuft bei mir in Minecraft gar nichts. Wollte ich nur nochmal erwähnt haben. So. Und dann machen wir hier. Ja, ob ich einen Dachboden reinmache, das muss ich ehrlich gesagt mal schauen. Ich glaube, hier wird sich ein Dachboden nicht wirklich lohnen. Deswegen bauen wir es hier einfach so. Ja,
Oh, hier geht's tief runter. Also wenn ich jetzt hier runter stürze, ist es echt für den Arsch dann. Aber Aussicht ist auf jeden Fall schön. Aussicht ist immer sehr toll. Wenn ich so überlege, bald hier, ich will hier alles Mögliche. Ich will hier eine Riesenstadt irgendwann errichten. Das Pferd da unten freut sich. So, jetzt muss ich aber hier oben mal gucken. Wie mache ich das denn hier am besten? So ganz symmetrisch ist das ja dann doch nicht, oder? Ach, wird schon so gehen, wird's auch schon gehen. So. Ich glaube aber nicht, dass sie unser 64er Stack hier reichen wird. Mein Gott. Oh. Wie habe ich das nochmal im Dokia Craft Server gemacht? War ich dann hier so drauf? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube so ungefähr. Okay, ja, das klappt ganz gut. Ist doch ganz geschmeidig. Okay, ich muss ein bisschen nach da. Ja, so lässt sich's bauen, wollte ich gerade sagen. Das ist ja ganz toll. Ist ja großartig. Hä? Warum? Komplette Ressourcenverschwendung hier, Motherfucker. Willst du mich ficken, Junge? Willst du mich komplett verarschen? Ach komm, fick die Hände, Junge! Was soll der Scheiß? Alter, das hat doch gerade wunderbar geklappt. Was ist jetzt dein Problem? Was ist dein verficktes Problem, Junge? Was ist dein verficktes Scheißproblem? Mann! Oh! Ich hasse Dachbauen, ne? Ich schwör's dir. So, nochmal. Wollen wir uns mal nicht so künstlich aufregen? Aber Magix, das war doch nicht künstlich. Ja, du hast recht, verdammte Scheiße. Dachbauen ist immer nervend aufreiben. Nicht wundern, dass mein Bild rangezoomt war. Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Mitten in der Aufnahme ist natürlich immer das Schönste, was passieren kann. Was ist das jetzt für Scheiße hier? Muss das jetzt mal. Ah, okay. Ich sehe schon. Ja, verstehe. Alles klar. Ich tue mich lieber ducken, bevor ich gleich wieder auf die Fresse fliege. Das ist Entertainment, meine Freunde. Das ist Entertainment. So. Das macht ja super Spaß hier. Was ist los? Warum war. Was ist denn jetzt schon? Ach so. Ah, ich sehe schon. Alles klar. Ach so. Hä? Jetzt bin ich hier oben. Warum bin ich jetzt hier? Alles klar, verstehe ich nicht. So lasse ich mir das loben. Boah, warte, meine Nase juckt. Dumm, dumm, dumm. Nice. Wenigstens etwas Gutes. Warum kriege ich das denn hier nicht auf die Reihe, ey? Finde ich nicht gut. So, und hier können wir dann einfach so. Irgendwie ist das komisch. Ich werde da einfach auch noch so eine Treppenreihe machen. Mein Gott, ist auch scheißegal. So. Irgendwie ist das komisch. Ich habe so das Gefühl, das ist nicht ganz symmetrisch. Hätte, glaube ich, noch ein, das Haus hätte noch ein breiter sein müssen. Habe ich so das dumpfe Gefühl.
Aber meine Gefühle können mich auch täuschen, natürlich. Das sieht total schäbig aus. Tut mir leid. Das sieht aber schäbig aus. Ist das von der Breite? Ist das vielleicht von der Breite? Das Haus ist tatsächlich irgendwie. Ich habe nämlich echt das Gefühl von der Breite her. Ups, passt das irgendwie nicht. Von der Länge vielleicht, aber von der Breite her irgendwie. Ist da was komisch? Ich springe jetzt hier einfach runter, scheiß drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das müsste eigentlich passen mit dem Dach. Aber irgendwie tut es das nicht. Ich schau mal nochmal. Das sieht voll scheiße aus. Ja gut, außen müssen auf jeden Fall auch hier so Treppen und Stufen hin. Aber ich glaube, weniger, dass es irgendwie gut aussehen wird. So, machen wir das mal hier einfach. Ich meine, wenn wir die jetzt eben noch hier übrig haben. Ja, mach ich falsch rum, wenn du es so gerne hättest. Ich bin generell mit dem Haus irgendwie komplett gar nicht zufrieden, um ehrlich zu sein. Aber gut, wir werden ja mal gucken. Wir werden mal gucken. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war die heutige Folge von der Minecraft Pocket Edition. Ich will jetzt mal eben nachgucken, was für Nachrichten ich bekommen habe. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und natürlich auch bei vielen anderen Videos. Falls du neu bist, lass mir gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auch ein Like. Oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Ich bin für alles bereit. La Familia. Tschüssi.